89509 Lübeck Rangierdienst. Ja, und damit willkommen zurück zu Trains in World 4. Wir werden heute eine kleine Fahrt aus dem Fahrplan machen. Und zwar sammeln Sie eine Elektrolokomotive in Lübeck Hauptbahnhof und bringen Sie diese nach Lübeck Güterbahnhof, wo diese später am Tag einen Zug in Doppeltraktion zugeteilt wird. Okay, man sieht schon, wir fahren eine G6. Und zwar eine ganz besondere, nämlich eine von der Westfälischen Landeseisenbahn. Ach, die WLE. Kannst du ja mal so machen. Ach komm, so ist. Die WLE hatte eigentlich, oder hat, keine G6. Aber das soll uns erstmal egal sein. Weil eine. Jetzt eine G18 oder G12 haben wir hier halt nicht, müssen sie mit leben. So, Rangiersignale haben wir dann auch. Ja, mit dem schicken Rot, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe, wie das heißt, von der WLE. Ja, und ein Esel oder was es darstellen soll, weiß ich gerade nicht. Als Logo auch dabei, weil man das Westfalenpferd dafür jetzt nicht haben. Aber finde ich, ist halt echt eine kleine Abwechslung. Vor allem, wir sind mal mit der G6 unterwegs. Das ist jetzt die dritte Aufnahme, die ich starte. Weil ich vorher eigentlich... Das ist auch interessant, dass wir so eine Zugkomposition haben. Weil ich eigentlich zuerst auf Rhein-Ruhr Osten war, dann auf Ruhr Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Ja, und da hat gar nichts funktioniert. Deswegen befinden wir uns dann hier. Auf Hamburg-Lübeck nochmal. So. Dann fangen wir jetzt mal langsam an. Weißt du was? Also das ist doch jetzt echt... Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch jetzt echt Schwachsinn. Wie kann man denn bitte so blöd sein und sagen, ja, fahr mal mit dem Zug auf das und das Gleis und die Weichen sind nicht mal. Cool, das ist dann die dritte Aufnahme, die genauso schief läuft wie alle anderen auch. Das ist super, echt. Merkt man, dass ich jetzt schon wieder keine Lust mehr habe. Ach Gott, ey, wie kann man denn nur... Ach, mir ist alles egal jetzt. Komm, dann fahren wir mal. Hoffentlich jetzt richtig, genau. So, wollen wir mal. Ich darf wahrscheinlich wieder selber legen, ne? Hätte man mir aber auch vorher sagen... Aber was genau soll das denn jetzt? Nein, die ist das. Thank you.
So, dann fahren wir mal hier in die Richtung, auf das Gleis. Uns den einen hier schnappen. Nee, warte mal. Ist ja, warte. Ey, voll. Ey, wieso kam ich jetzt auf die Idee, dass wir den nehmen? Man hat's doch genau gesehen auf der Karte. Mit reduzierter Geschwindigkeit ist schon mal super. So. Ich weiß, wir könnten theoretisch den Führerstand wechseln, aber komm. Für was denn? Ich finde es aber interessant, dass man die Karte nicht drehen, also bewegen. Wir können die Karte nicht bewegen, super. Auch so eine Sache, die ich jetzt nicht so ganz verstehe. Wie kommt das? Ein Intercity. Ein Doppel. Ach guck mal, die habe ich auch. Wusste ich gar nicht mehr. Steht hier aber auf dem Abstellgleis, ist also schon mal. Ein Vorteil. Na? So, jetzt macht es Rums, weil wir viel zu stark dafür. Ja, darf doch nicht wahr sein, was ist denn jetzt? Ey, was ist eigentlich los? Ich bin eigentlich letzten Mal, ne? Ich bin gespannt. So akzeptiert er das natürlich nicht, ne? Ey, ich will alles hinschmeißen, ne? Das ist echt die letzte Aufnahme, sonst. Ich glaube, sonst wird kein Video kommen. So. Na, komm. Komm mal wieder auf automatisch. Lass mich hier jetzt runter. So. Ist mir egal. Weil ich habe jetzt langsam keine Lust mehr. Schon. Wieder ein Tag, wo man nichts hinbekommt. So. Ach ja, geh mir doch nicht auf den Sack. Komm. Karte bewegen will er nicht. Ja, geh mir. Ganz ehrlich. Mir ist jetzt auch alles egal.
heute nochmal irgendwie ankommen und fertig werden. Mach mal es anders, ist mir auch wurscht. Wieso kann der denn nicht... Also wieso kann ich die Karte jetzt nur so drehen? Das ist ja... Ja, hä? Muss ich jetzt auch nicht verstehen, ne? Sicher ans Ziel. Keine Ahnung, wo das sichere Ziel ist. So ging das, okay. Das ist man echt jetzt mit der rechten Maustaste gerade. Ich weiß nicht, was da schon wieder abgeht. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen. Komm, so viel wie schief läuft, das können wir auch gelassen. Schauen wir mal, was da so kommt. Ach ja, klar, fahr drüber, ja, komm. Wisst ihr, das sind diese Momente, wo ich einfach so denke, du hörst jetzt auf, es kommt kein Video und dann habt ihr halt Pech gehabt. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Über einen Ort fahren. Ja, das ist... Was soll das denn jetzt? Mach so. Mach so. So, okay. Eine neue Sache entdeckt, dass man auch da über diese Taste den Bildschirm verkleinern kann. Super. Weißt du was? Schmier doch jetzt am besten ab, weil die zu warm ist, lieber PC. Und dann hätte ich gar keine Lust mehr. So. Ist auch schön, ne, mit dem Abgasen, dass die jetzt so Richtung Stromabnehmer ziehen. Da freut er sich doch. So, das will er immer noch nicht, weil er kacke ist. Was willst du hier, die... Na komm. Fahren bis dahinter. Ich müsste man das ja vorher machen, aber das ist ja schon wieder so typisch PZB. Realismus interessiert uns hier jetzt nicht ganz oder so. Ich weiß es gerade echt nicht. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass man PZB-Befehl gedrückt halten muss bei sowas. Das hat da aber auch schön gemacht. Dann schieben wir die Lok mal ran.
käme dann unsere liebe Doppeltagsung zustande. Haben die nicht gesagt doppelt? Oder kommt da gleich noch eine? Oder meint ich so, oder keine Ahnung. Ich bin nur der Typ, der zusammenstellt. So, da möchte ich einmal kurz nachgucken. Danke. Informationen ankuppeln, haben wir gemacht. Fahrzeuge abkuppeln, okay. Haben wir gemacht. Wenn wir jetzt wieder Rangiersignale haben, ja. So. Dann machen wir uns vom Acker. Und hoffen mal, dass uns alle in Ruhe lassen. Jetzt kann ich zum Beispiel auch gar nichts mehr anklicken hier. Ja, ich... Ja. Oh, wie dumm diese Steuerung jetzt ist. Das ist, oh Gott. Warum auch immer der das nicht anzeigen möchte. Okay. Soll mir jetzt egal sein. Schön hier hinter. Hoffen wir mal, dass wir noch das ist aber sehr knapp. Ach, guck mal. So stellen wir die zwei zusammen. Gut. So, dann lass uns mal ganz flott hier langfahren. So stellen wir also die zwei Loks dafür zusammen. Ist das so ein Roadrunner oder was? Muss den hier noch aufsetzen, ne? Damit wir wenigstens ein bisschen
bisschen erkannt werden. Das war sehr laut. Ich hoffe, man hat sich erschrocken. So, Kollege Schnürschuh, haut ab. Unser wunderbaren kleinen WLE-Lok versuchen wir dann jetzt auch mal sachte hier anzukommen. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz dran, aber könnten wir noch hinbekommen. Oh, so ein bisschen. Zum Beispiel diese Sache, wo keiner jetzt genau weiß. Naja. Wie gesagt, ich war eigentlich der Überzeugung davon, dass wir eine Doppeltraktion bilden, aber wenn nicht, dann nicht. Dann war es das mit unserem Rangierauftrag wohl. Jo. Dann würde ich mal sagen, 22 Minuten hat es gedauert. Gut, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat trotz meiner jetzigen Art ein bisschen das Szenario so gefallen. Ich habe einfach die Hoffnung, dass wir wirklich demnächst dann auch mal was Vernünftiges, wieder Selbsterstelltes spielen können, dass wir dann nicht solche Probleme hier haben. Gut, und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns in 3 Tagen, wahrscheinlich in 3 Tagen zum nächsten Video. Und bis dahin, allzeit gute Fahrt und ciao.